Wir haben heute Morgen mal Winzer den Start genommen, sind dann 6 Kilometer weiter gefahren Richtung Le Cat. Und hier wollen wir auf dem Stellplatz die nächsten 48 Stunden stehen. Der Stellplatz an sich liegt etwas außerhalb der Ortschaft und direkt am Meer. Wie man sehen kann, der Platz ist in Stufen angelegt, sodass jeder Aussicht auf das Meer hat. Die Plätze an sich wären leider Gottes sehr eng bemessen. Manch einer hat sich sogar 2 Plätze genommen. Ehrlich gesagt, ich war auch darunter. Direkt beim Eingang kann der Hausmüll entsorgt werden. Die Ver- und Entsorgung ist gegeben. Diese ist etwas außerhalb des Platzes. Das Einfahren auf den Stellplatz ist relativ einfach. Vorne am Gate ist die Anmeldung. Die Anmeldung geht in verschiedenen Sprachen. Ich nehme jetzt mal Deutsch, könnte genauso gut aber Französisch und andere Sprachen nehmen. Hier steht dann bereits Kunde, neuer Kunde, in dem Fall bist du ein neuer Kunde. Da wird nur die Autonummer gefragt, danach wird mit Visa bezahlt, bekommst du eine Rechnung mit einem Code und dieser Code wird wieder hier eingedrückt, in dem Falle, wo du den Platz verlässt und gut ist. Im Falle eines Falles ist unten drunter eine Bereitschaftsnummer, die man anrufen kann. Hinter der Schranke sieht das Ganze dann so aus. Linke Hand sind dann die Stellplätze auf verschiedenen Stockwerken, sagen wir es mal so. Und dann ganz unten rechts ist dann die Entsorgung. Kostenpunkt zu dem Ganzen. Für 2 Nächte haben wir rund 30 Euro bezahlt. Strom sucht man hier vergebens, da sollte man schon autark in dieser Hinsicht sein. Da auf dem Platz kein Strom ist, habe ich jetzt mal wieder meine Solarpanels ausgepackt. Der Himmel ist zwar bedeckt, aber wie ich immer zu sagen pflege, Kleinvieh macht auch Mist. Die Ver- und Entsorgung ist relativ problemlos. Beim Einfahren bekommt man ja ein Ticket. Auf dem Ticket steht ein Code drauf. Für Frischwasser braucht man nur den Code einzugeben und schon hat man 10 Minuten Wasser. Wenn du jetzt 2 Tage gebucht hast, hast du dann 2x 10 Minuten Wasser, bei 3 Tage 3x, bei 4 Tage 4x und so weiter. Unten am Stellplatz ist dann die Surfschule. Das ist gedacht für diejenigen, die das brauchen. Für meinen Zweck brauche ich das nicht. Ich sehe denen aber immer wieder sehr gerne zu. Einen Sandstrand sucht man hier vergebens. Aber dafür ist der Platz ruhig und er ist vor allem nicht überfüllt. Es ist jetzt Zeit, Le Cat zu besuchen. Da benutze ich natürlich meinen E-Scooter, für die Entfernung zurückzulegen. Es ist zwar nicht allzu weit, ich schätze mal, das sind 1,5 Kilometer so bis in die Innenstadt. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen, was ich da erleben werde. Ich bin jetzt in Le Cat auf dem Marktplatz angekommen und das Ganze wollen wir uns jetzt mal ansehen.
Es ist eine liebe kleine Ortschaft, relativ farbig gestaltet. Bäcker, Metzger und ein Bioladen, wo es dann frisches Gemüse und Obst gibt, sind vorhanden. Mit anderen Worten gesagt, man kann hier prima überleben. Sehenswert ist auf jeden Fall die Place de la République. Hier heißt es sehen und gesehen werden. In der kleinen Ortschaft Le Cat ist zweimal in der Woche Markttag, einmal Dienstag, einmal Samstag. Da kommen die kleinen Händler von links und von rechts und verkaufen dort ihre Waren. Das sind dann alle Produits du Territoire, Produkte aus eigener Produktion aus der Umgegend. Wie man auf den Bildern sehen kann, ist es an diesem Tag sehr, sehr windig, mit Windböen um etwa 80 km in der Stunde. Das ist natürlich genau das Wetter, worauf das die Windsurfer gewartet haben. Uns persönlich hat der Stellplatz und die Umgegend sehr gut gefallen. 16 Euro pro Nacht ohne Strom ist natürlich etwas happig, aber das ist nun mal der Preis der Umgegend. Aus zwei Nächtigungen, die wir am Anfang bleiben wollen, haben wir 5 Stück gemacht und danach sind wir dann weitergefahren nach Le Cat Plage. Das sind ungefähr so 4,5 Kilometer von diesem Stellplatz. Wir wollen jetzt als nächstes einen Campingplatz anfahren mit Waschmaschine, denn es hat sich etwas Wäsche angesammelt. Dazu werden wir dann den Camping Municipal am Kap Le Cat besuchen.